Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zum 12. Ligarennen der GTL. Heute in Mid-Ohio, USA. Ich dachte, ihr wollt. Könnt ihr mal ein bisschen ruhiger fahren und die nicht alle abschießen? Nö. Was ist denn für ein Safety Car da vorne? Langsam da vorne, Safety Car. Ja, ein bisschen langsamer. Bitte. Wir haben jetzt ein neues Safety Car und zwar den Carlo. Oh, der ist ein Fahrer aller Zeiten. Carlo Mobil. Ja. Da lache ich jetzt so, fast ernsthaft. Startaufstellung, sie wollten durchlaufen. Unser neuer, der Jan, der fährt, der startet hier von der 1. GT Racer von der 2. Lambo von der 3. Adrenalin von der 4. Gradebart von der 5. Ich von der 6. Ich will Tobi nicht abschießen. ich will abschießen. Erik von der 7. Abschießen, Xnoop Z auf der 8. Okay, jetzt und du mich. Ja, okay. Antonio auf der 9. Yannick 27 auf der 10. Black Eye auf der 11. Funky auf der 12. Moment, ich hab mein Auto zerstört. Und so, jetzt kann Jan ab der. Ab der nächsten Kurve kann er das Tempo angeben. An der nächsten Kurve kann er das Tempo bestimmen. Ja, ich geb schon. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Kurve hier fahren soll. Ja, auch nicht. Ich fahr die immer so Vollgas aus und dann so immer rein. Ich fahr die immer die ganze Zeit in. Fahr mit, ich fahr mit, ich hab blaue Flagge. Rennen beginnt. Ich hab blaue Flagge. Ich auch. Jetzt nicht. Wie stark bremst du denn da? So, die Reifen sind doch kalt, ich renne. Ich fahr doch nicht hier voll Pulver. Braucht ihr Safety Car? Nee. Ich dachte, Reifensimulation ist aus. Warum sind dann die Reifen kalt? Die Reifenabnutzung ist aus. Ah, so. Ah. So, ich überhole jetzt einen. Von was träumst du nachts, Erik? Du kannst ja deine Schnauze halten, Erik. Los, muss ich dann abschießen. Janik, dein Auto ist bei mir weiß. Ja, bei mir ist ja, deins ist bei mir auch weiß. Bei mir habe ich einen Euronics-Skin drin. 9-9. Ich ein Coca-Cola. Wie viele Autos sind eigentlich bei Tobi? Weiß fast alle. Oder? Oh, super, Tobi. Nee. Oh, super, Erik. Der White GTL. Pass auf, Janik, jetzt müssen wir so. BVB zieh mich einfach immer mit, wenn du jemanden überholst, okay? Tobi, jedes Auto extra mach ein bisschen, oder? Dann dränge ich noch. Mann, das GTL-Pack ist draußen. Ja, aber wenn sie drin wäre, könntest du jedes Ding auch verpixeln. Ja, da hätte ich keine Lust drauf. Janik, ich probier's. Dränge einfach jeden raus, dass ich auch noch überholen kann. Alter, bin ich unterlegen mit meinem Auto. Oh, da hat der A, Lambo, sich verbrannt. Alter, bin ich unterlegen mit meinem Skill. Ach, ich bin Renko, ich darf ja auf Straße. Ich wollte sagen, was labt der für eine Scheiße, und dann kommt er mit. Ich hab schon wieder blaue Flagge. Ja, ist egal. Ich könnt euch nicht mal drehen da vorne. Ey, BVB, jetzt guck gleich nach hinten, ich krieg hier einen Special Trick. Hast du auch Feistern? X sub Z, dreh dich! Bullshit ist ja direkt hinterm Feld. Erik, wir müssen zusammen durchs Feld vor. Ja, wo bist du denn? Hinter X und Z. So. Überholmanöver. Ich beachte seinen Arsch. Er hat einen hässlichen Arsch. Also heute im Rennen sind keine Boxenstops. Ja, habe ich mir im letzten Rennen damit sehr schöne Erfahrungen gemacht. Schade. Dafür sind hier 41 lange Runden angesagt. Oh Gott, ich muss ja 41 Runden auf dem Server bleiben. Was hast du dir selber angetan? Ja, ich kann ja auf dem anderen Bildschirm kann ich allerdings ja spielen. Guter Dreher. Oh, Drift. Nee, das war ja, Janik, ich dachte, du wolltest mitzugehen. Das waren 90er. Also das wäre fast ins Auge gegangen, ne? Ich krieg hier immer statt Ziel blaue Flaggen. Ja, ich auch. Ich auch. Kann da jemand irgendjemanden abschießen? Gerade möchte Safety Car sein. Nein, oh, Erik hat's gedreht, Erik hat's gedreht. Ja, geh vorbei! Er geht halt echt vorbei damit. Entschuldigung. Erik, wo bist denn du bei mir? Bist du gerade unter der Map? Ja. Danke, Adrenalin. Ja, Erik ist weg. Erik, du hast doch gebremst, dich. Ja. Eriks Internet ist weg. Adrenalin hat gerade Grantebart abgeschossen. So egal, next try. Nächste Runde. Das wäre genial gewesen. Ich hätte XOZ in der Boxengassenausfahrt überholt. Ich will keinen Unfall riskieren. Ja, warte.
Erik. Alter, ich dachte gerade, ich hätte vergessen zu bremsen. Eriks Mutter hat's Internet abgeschalten. Was ist denn mit Erik passiert? Nix, der war bei mir einfach weg plötzlich. Achso. Ja, der ist vom Server. Er ist im Boden versunken. Ja, so. Er hat eine Tiefgarage gefunden. Er ist jetzt im Untergrund. BVB next try, ne? Next try. Die BMW-Gruppe vorne weg. Danach kommen zwei McLaren. Aber irgendwie teilt sich das hier vorne immer ein Stückchen. Aber gerade hat Grantebart etwas rausgeschoben. Deswegen bin ich vorbeigegangen. Der geht vorbei. Komm schon. Mich weggedreht hat er. Du hast recht frühe Bremse. Ich konnte einfach nicht mehr bremsen. Ich hab ihr bremst. Sorry. Ja, ich hab mich auf den Körper gedreht fast. Grantebart, wie viel hast du verloren? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt hinter Black Eye. Ach so, bist 10. Oh. Müsste letzter sein, ne? Das ist bei euch zumindest. Frank ist hinter dir. Also. Was ist ein Druckwasser? Wir gehen jetzt einmal vorbei. Ich bin eine 24-0 gerade im Rennen gefahren. Im Qualifying fahre ich so nur 25. Ja. Die schießen sich ab. Nix hier. Oh fuck. BVB, geh weg! Alter, dein Ernst? Boah, Rennen ist gelaufen, geil. Was passiert? Safety Car? Ja, Safety Car. Nein, nicht Safety Car, ich komm raus, glaube ich. Boah, ich war noch mit. Ich war mit zwei. Oh fuck. Dann warte wenigstens auf mich. Shit. Warte. Warte, kannst du vorbeifahren. Oh, Nein. Alter, so richtig rutschig. Oh, Lendo. Jetzt brauchen wir ein Safety Car. Nein, brauchen wir nicht. Ich hab ein 360 gemacht. 360 Nose Go. Junge. Oh, tschüss. Könnt ihr bitte mal ein bisschen ruhiger fahren und ruhiger sein? Das gibt eine Durchfahrtsstrafe für euch beide. Ja, mich als Rennkommissar. Der hat mich abgeschossen. Ich steck immer noch in der Wiese. Du hast ihn auch abgeschossen, also. Ich war noch mit zwei Rädern auf der Strecke. Ihr habt Carlo gehört. Also. Ja. Nein, das ja, lasse ich mir hier Carlo, nicht bieten. Carlo, dann guck auf mich. Ich mach's ja, jetzt. Ja, los, beide eine Durchfahrtsstrafe antreten. Was der Rennkommissar sagt, wird erledigt. Alter, ja, Carlo würde sagen, wenn ich eine Kurve normal strafe. Du hast ihn auch abgeschossen. Ich habe ihn nicht abgeschossen. Alter, das sind keine Durchfahrtsstrafen, hier gibt's keine Boxengassenbegrenzung. Ja, Carlo, du musst entscheiden. Ja, ich bin schon durchgefahren. Ja, ich bin auch schon durchgefahren. Und da tut ihr nicht. Innerhalb doch, ich fahr doch oder durch. Du fährst nicht durch die Box, du heute. Guck hier, ich fahr durch die Boxengasse. Ja, du musst eh noch in den nächsten drei Runden, ne? Also. Ah, Janik, mit wie viel km bist du durch die Box gefahren? Mit 200? 80 ist er durchgefahren, ja. Anton fährt mit 160 wahrscheinlich durch. Er ist mit 80 durchgefahren. Ich bin mit 300 vielleicht durchgefahren. Auch 180 oder so. 300 läuft der scheiß SLS nicht mal. Ja, ich weiß, was du sagst. Ja, Nick, du hast mir ganz Rennen zerstört. Ja, fick dich, Alter. Ja, du, ne? Beep. Okay, Beleidigung, es gibt noch. Tobi, ich beantrage Janik raus aus der Liga. Hier, Meuterei. Ja, ich auch. BVB aus der Liga, weg damit. Tobi, darfst du die Liga? Ich habe schon viel mehr erreicht wie du. Ich habe doch keine Podestplätze. Das ist aber nett von Gekka, den gebe ich gleich mal Zap aus beim Zap, ey. Vater. Ey, ich bin in den Punkten gerade. Jetzt ist aber privates reicht. Entschuldigung. Game Gecky, Gekka war 5 LP, falls ihr kennt. Game Specky. Game Specky, alter Pommes, du hast Pommesbuden. Könnt ihr es mal aufhören, bitte? Wird gesperrt wegen Cybermobbing. Nein. Pass auf, ich sehe schon, komm, wenn er das Video hochlädt, zwei Stunden später. Schrei. So, ich hab wieder gemeldet wegen Optionen, Kommentaren mir gegenüber. Antonio, wenn das passiert, alter. Dann sag ich, ich mir, soll meinen Kanal bannen. Du nur noch einen, dann bist du weg, dann ist der Kanal dicht. Ey, da will ich ausrasten, da will ich. Carlo, ich fahr durch die Box. Ja, ich seh's, okay, ja. Die Geschwindigkeit war okay, 80 km/h. Dritter! Ja! Lembo, gute Durchschnittsstrafe. Ja, Antonio, du bist damit ohne Strafen, sehr gut. Alles klar. Komm mal, Carlo weiß, wie es ist. Junge, das ist nur scheiße. Ja, Antonio hat seine Durchschnittsstrafe angetreten, genauso wie Janik. Damit ist die Sache geklärt. Bin in den Punkten. Und ja, die paar km/h, die er da zu schnell gefahren ist, die 5 km/h, ist auch egal. Antonio, gleich mal in die Kasse.
Ich bin 170 gefahren. Ich bin auch einfach Vollgas, hab ich. Du bist 89 gefahren. Ah, dann Radar 5% Abzug, also 80. Ja. Nee, ich ja, wenn du mit dem Roller angehalten wirst, werden auch immer 6 km abgezogen. Also wenn du 80 fährst, dann 25. Wer hat keinen Bock mehr? Lambo. Lambo, wieso hast du keinen Bock mehr? Das war doch schon. Wenn ich mich jetzt noch einmal drehe, ne? Ja, selber schuld, wenn du, so, wenn du nicht fahren kannst. Guck mal, ich bin 11, ich bin gar nicht. Scheiße. Ich werde auch die ganze Zeit abgeschossen. Also wenn ich so einmal drehe, du hast mich abgeschossen. Fuck you. Zweimal. Nee, ich dreh mich selber. Ja, du mich 500 Mal. Oh, 6. Nice. Ich wollte mich umdrehen und du bist nämlich reingefahren. Guck mal, ich mach noch eine Durchfahrtsstrafe. Könnt ihr mal euer Maul halten? Also Antonio hat erst Janik abgeschossen und dann hat Janik Antonio abgeschossen. Guck mal, Carlo, nächste Durchfahrtsstrafe. Geht das schneller durch die Box? Ich hab euch gar nicht, ich hab leider nicht zugeguckt. Oh mein Gott, 1:26:8, ich war 4 Sekunden schneller. Janik, ich glaub schon. Ja, Antonio ist doch 2 Sekunden hinter Janik. 7. Das wird ein Duell. Janik, ich tipp jetzt. Antonio, sollen wir mal gucken, wie gut die Strecke gemoddet also, ist? Carlo, was wieso nicht? Von den Checkpoints her. Was war ich? Die Abstimmung. Wenn du mich verstehst. Ja, ich verstehe dich. In die Dings hier geschaut, die Abstimmung. Ja, was für eine Abstimmung? Ja, wahrscheinlich Carlo, weil der in der Box das einzigste ist, oder? Ja, was für eine Abstimmung? Schade, denn? Ich hab ja gedrückt, ich wollte einen Platz gewinnen. Alter, ich hab nein. Hä, ich fahr Safety Car, wie soll ich denn da abstimmen? Was ah, Junge, denn? Carlo, lass es einfach. Was denn? Er hat gar nichts gemacht, Funky. Alter, ja. Hey, wer war das dann mit der Abstimmung? Ja. Das kannst du nur, wenn du in der Box stehst. Checkpoints gucken, ob die funktionieren. Ja, wie geht das denn? Wenn du Limits zurückst, geht das ja, glaube ich auch. Nee, ich glaube nicht. Oh, Adrenalin. Wie ist das mit Track Limits? Ich kann kein Englisch. Das heißt Limite auf Strecke. Ja, nach kroatischem Augenmaß wahrscheinlich. Ja, richtig so. Also, gibt's keine. Das gibt es nicht. Ja, im letzten Rennen Nürburgring fahren wir einfach mit Monster Trucks. Alter, ich werde dafür Nordschleife mit Monster mit Kart Nordschleife. Ja, das gibt's Sprint, also eine Runde, ne? Mit, ja. Mit Shifter. Hä, wenn er in die Seife gehst. Tobi, ich wette, ich könnte den Lambo, ich könnte den McLaren nehmen und wir trotzdem verkacken und nicht Erster werden, wenn ihr mit Karts fahrt. Passt das? Wieso? Nein! Mit Karts kannst du die Strecke wahrscheinlich unter Dreh, auch Vollgas durchfahren. Ich wollte gucken, ob das passt. Ey, ich werfe einen Drachen, so ein Old. Zehnter, jawohl! Janik! Boah, Junge. Ja, ich hab euch doch gesehen. Diesmal den nächsten ab. Könnt ihr euch mal alle kurz drehen? Oh, so gleichzeitig. Oh, da Platz. Ist das synchron, muss man da Platz machen? Ja, klar. Hab ich doch gemacht. Ja. Nein, ich meine ich auch gar nicht. Allgemein. Was? Also ich glaube schon so viel. Ist Zeit aber ein spannender Kampf hier, Platz 6. Ui, schön aufgesetzt. Carlo, willst du jetzt in den Rennen mit dem Safety Car sein? Nein, Tobi. Hallo Adrenalin. Hallöchen. Heißt Sven, ja? Er fährt hinter mir, ich mach den Platz. Adrenalin, geh mal gucken, ich glaube ich habe deine Frau hat dich gerufen, du musst mal kurz ja, weg. Ja. Die Kinder. Ich glaub, dein Sohn spielt Schlagzeug. Gibt ja, Essen. Ja, eben Essen, Alter. Willst du das 1A Sterne Essen deiner Frau verpassen? Am Ende gibt's Topf, ein Topf. Ja, Alter, beste. Am Ende gibt's Rüben, ein Topf. Ein Topf. Es gibt Döner. Nein! Ja! Danke, Tobi. Bitte. Jawohl, ich freue mich jetzt auf die Aufnahme. Ah, Mulchan hat sich gedreht, ich hab's gesehen. Nice. Also, das war schon da an der Strafe dran. Alter, wie kann den eine Runde so viel auf mich aufholen? Wo hat er sich denn gedreht? Wo du dich gedreht hast, Lambo. Tobi hat sich in dieser Linkskurve, Rechtskurve. Hallo, Carlo, ich komme dann nochmal. Hast du diese... Ja, die ist so bergab. Wo bist du ja nicht? Musst du Platz machen. In der letzten Kurve habe ich keine Probleme. Überhöhte Geschwindigkeit in der Box, das ist ein bisschen normal. Ja, die ist so richtig behindert. So, Tobi ist fetter. Vierter. Wer kürzt denn hinten ab? Janik! Janik, was? Ja. Tobi fragt, wer kürzt hinten ab und selber fährt er einfach über die Linie. Gar nicht! Warte auf, was ich komme oder wie auch immer. Janik, Platz machen. Und du fährst anständig. Ja, mach ich. Du norddeutsches Schwein. Die 100 Grad vom Konzert komplett abkürzen, hat er das gemacht?
Die Schikane kann komplett abkürzen. Wo ist Mulchan? Hier ist Mulchan. Ne, das ist Adrenalin. Oh, Tobi, bist aber jetzt 5 Sekunden hinter Adrenalin, ne? 6 Sekunden sogar. Na, hol ich wieder auf. Und Jan spielt 2K. Okay. Ich muss in einen anderen Raum, sorry. Ich komme mittlerweile ab die gelbe Flagge immer woanders. Blau. Die blaue. Frankie, was hast du für 100 Zeiten? Ah, ich glaube, ich war auch mal auf der Strecke. Meine beste war 1. Ich lasse ihn mal durch. Meine schlechteste 1. Keine 5 Minuten. Verdammt. Was war deine beste? 1,26. Oh nein, ich hasse das Gras so. Auf der Strecke. Also ich bin langsamer als Frankie auf der Strecke. Ah, guck mal, da kommen ganz viele erstmal durchlassen. Ja, klar. Weil ich das auch jedes, also, jede Runde fahre. Der erste. Jan Olinski ist 6 Sekunden vom Zweiten. Das ist meine beste, wo sehe ich die? Adrenalin 20 Sekunden 26, zurück und Mulchan 28, ja, das wird nichts mehr mit dem Sieg. Krantelbart, 5. Ja, und danach... Auch wenigstens mein ordentlicher Rennkommissar, der das Rennergebnis nochmal durchgeht. Ja, das kann ich dir auch machen, weil ich bin kein Rennkommissar. Alter, ist das spannend. Carlo, hier meine Durchwärtsstrafe. Ja, warte. Okay. 5. Krantelbart, 6. XYZ, 7. Lenbo. 8. Blecker, 9. Funky. Also das Duell zwischen 6., 7. und ja, vielleicht 8. Der fährt da 2 Sekunden dahinter. Schön spannend, oder? Ich versuche die ganze Zeit den X-Noobs zu überholen. Ja, sehe ich. Der hat mich abgeschossen. Hab ich eben auch versucht, hat nicht funktioniert. Du hast den abgeschossen. Zu überholen. Ja. Ach, überholen hier hab Simulant, ich schon einmal gegen Simulant rote Karte. Disqualifiziert für 2 Spiele. Da rennen. Da kommt unser Fußballexperte. Du rennst hier bestimmt mit roten und gelben Karten über die Strecke. Ja, das war damit die Autos. Ich Tobi wäre Schiedsrichter beim Fußball. Da wird es rote Karten hageln. Bestimmt hört keiner auf Tobi, alle spielen einfach, wenn ein Schiedsrichter nicht. Alter, ihr könnt ja so schnell fahren und so wie Grip haben. Ja, BMW oder McLaren, was willst du mit dem SLS hier mit dem 10 Tonnen da anrichten? Echt so. Der lässt sich so fahren wie ein GTA 4 ein Boot. Ein Auto. Alter, auf dem Boot. War ich richtig heftig mit dem SLS. GTA 4 lässt sich ein Boot, ein Auto so fahren wie ein GTA 5 ein Boot. Ich glaube, Le Mans bin ich identisch. 3. geworden. Oder 2. Oder so. Ja. Wo kann man die Ergebnisse in der Steam-Gruppe sehen? Ich glaube, ich habe die gelöscht. Wieso? Aber, oh, Kollision! Aber Carlo! Carlo, wenn du in den Upload-Download-Ordner gehst und dann unter GTL Kollision. und dann unter GTL. Punkt, oh shit. Und dann GTL.ods runterlädt. Das wird ein langes Rennen. Da ist ein komplettes... Ja, was ist noch mal zum Server, was da kann ich Erik runterziehen. Also Download. GTL-Ordner, dann GTL.ods, eine komplette Datei mit allen Rennergebnissen. Assetto Corsa, nee, ne? GTL. Wie geht man hier zurück? ODT, ODS. ODS, ja. Complete, öffnen. Ups. Warum dreht man sich im Kies so einfach? Ja, weil das, Alter, ich dreh also mich hier. Das ist einfach nur eine Kies-Textur, mehr nicht. Und dann darunter ist wahrscheinlich so Eis oder sowas gelegt. Ja, oder Koks oder Meth von deiner Mutter. Gut. Antonio, mal Platz machen. Alter, Antonio. Antonio, du fährst super. In der Fahrerwertung bin ich 9. Was? Gekabor. Dann war ich zweimal in Folge 3. Alter. Carlo, willst du vielleicht mal das hier die Fahrermeisterschaft durchgehen? Kann ich machen. Von ganz letzter. Sag mal erster. Ja, okay. 17. Platz, The Reloader. Fuck! Wie viele Punkte? Mit. Wo bist du? Einer F-Platzierung, 0 Punkten. Läuft. Dann. Irgendwer ist da noch angefahren. 16. ist auch 0 Punkte. Network 23, 2 Punkte. Das ist aber kein. Das ist ja nur ein Rennen mitgefahren. Ja, fuck. Genau. Wo bist du, Antonio? Liga Thomas Kehpunkte, Adrenalin 20 Punkte, 13. Platz. Black Eye, 42 Punkte, 12. Alter, ich komme hier nicht mehr raus, Alter. Sei mal alle leise, ich will zuhören. Yannick 2711, 46 Punkte, 11. Platz. Stefan Skelter, 10. Platz, 45 Punkte. Ja, ich komme nicht raus. Gleich
Soll ich helfen? 9. Platz, der beste Fahrer am Fahrerfeld, 50 Punkte. 8. Platz Funky, 53. Warte, oh. hab ich oh, Fleck! Ruhig bitte. 7. Kratzenbart, 54. MSC. 6. Platz, 58 Punkte, BVB. 5. Platz, 70 Punkte. Und jetzt. So, ich bin kaputt. Das ist stark. Mulcham, 116 Punkte ist auf der Safety Car. Safety Car, Carlo. Carlo, Safety Car. Oh, ja, warte, ich muss erst mal. Wer ist denn rausgeflogen? Blacker. Und wo? Blacker, bleib mal stehen, wo du bist, ja? Ja, der kann ich weiterfahren. Der steht aber gut. Ganz gefährlich steht er da. Du brauchst gar nicht überholen. Wir haben 60 Car Phase. Safety Car. Da wird nicht überholt. Kann er jetzt nicht nachgucken, Lenbo? Jan, was wärst du vorbei? Oh, fuck. Das war knapp daneben. Ey, Carlo, ich muss auf Lenbo überholen. Nächstes Mal könnte es besser gehen. Ich habe überlegt, soll ich in deinem letzten Moment... Carlo, wo bist du? Ich bin in der Rechtskurve am Anfang von der Strecke. Ja, dann fahren wir ein bisschen langsamer. Ja, Yannick ist jetzt an mir vorbei. Okay, ja, das ist ein Safety Car Wert, Black. Ey, wie ist denn das passiert? Ich bin weggerutscht und in die Wand geknallt. Da dreht sich jetzt und dann bin ich noch rein. Also, Safety Car Phase bitte. Alter, ich bin schon auf dem Weg. Also, der dreht Jan sich auf der Bahn, man das geht aber alles Safety Car Phase. Jan Olinski, frag mich nicht. Carlo, ja, Safety Car Phase. Du bist was ja, macht Eier Antonio? Kannst du dich noch ein bisschen zusammenreißen? Ich darf hier Carlo überholen, weil ich hier eine Runde. Ja, ja, Dings darf überholen, aber Jan Olinski darf nicht überholen. Wer hat sich da eben auf der Bahn gedreht? Antonio war das. Ich war in der Bahn, Entschuldigung. Kannst du dich mal zusammenreißen, Antonio? Fahr den SLS, der fährt sich wie. Ganz ehrlich, den kannst du mal kaum auffahren, kannst du den hier auffahren. Der fährt sich wie die Titanic auf Eis. Ja, da muss man doch mal aufpassen, wo. Ob also geht ja unter, oder? Vor oder hinter dir Leute sind. Ja, Erik ist. Janik, Erik ist ja wirklich. Dadurch hat das Adrenalin Platz verloren. Ja, guck, Erik ist untergegangen. Oh, hey, Antonio. Ja, die gehen wir noch. Scheiße. Safety Car ist auf der Strecke. Sorry, Adrenalin. So, wir fahren gerade an der Unfallstelle vorbei. Ich überhole Adrenalin. Fahr mal. Hallo! Richtig langsam, so 50 km/h. Fahr mal langsam. Ich fahr 90, das ist okay. Herr Antonio, was machst du denn? Warte, ich bin auf der langen Geraden. Ich. Dürfte ich Adrenalin überholen? Disconnect. Nee, ne? Antonio, warum bist du jetzt rausgegangen? Nein, so alt. Du darfst keinen überholen. Ja. Weil ich 3 Runden zurück war. Weil ja, schön. Ich war dann Adrenalin vorbeigefahren. Wenn du den Bock hast, brauchst du nicht mehr mitfahren. Ich hab mich gedreht, weil sich irgendwer auf der Gran gedreht hat. Antonio war das, D-Punkt Wand. Ja, darf ich dann vor dir wieder zurück, oder? No, das war ein Unfall. War ein Unfall, was soll ich da machen? Okay. Hey, Yannick, du bist gerade auf den Längen geraten, oder? Oder Carlo, entscheid du, Adrenalin wurde auf der Stadt Segeran von Antonio irgendwie abgeschossen. Nein. Ich habe ihn dann überholt während der Safety Car Phase. Darf er mich. Soll er mich zurück überholen? Ja. Okay, Adrenalin, fahr vorbei. Ja! Wo bist du gerade, Carlo? Auf jeden Fall, ich bin in der Rechtskurve. Bleibst du auf der langen Ja, Garde innen. Ich. Aber ich fahr schon. Ich bin Startziel gerade. Ja, Carlo, kannst du mal ein bisschen langsamer fahren? Oder wie Alter, ich fahr schon total langsam und da hinten, das Feld schließt jetzt auf. Ja, außer Janik und ich. Und Carlo, wann kommt das Safety Car rein? Warte. Oh! Wenn, Adrenalin, bremst du nicht so früh. Wenn das, sind die doch schon. Alter. Wenn das Feld bis Yannick bis Lenbo aufgeschlossen hat, dann fahr ich wieder rein. Vollbremsung. Ernst? Ja, ich auch, Rantelbart. Ja, ich fahr eine Runde hier nach noch. Okay, das. Na gut, dann hole ich euch wohl nicht mehr ein. Ich bin jetzt Startziel. Also das momentane. Ja, dann. Momentane Rennen. Der Jerry, der Jan, der führt, vor GT Racer, Adrenalin und mir auf der 4, dann kommt Grantelbart auf der 5, Lenbo auf der 6, der schon ein paar Fehler gemacht hat. X-Noob auf der 7, nächste Runde fahre ich rein, ich fahre noch an. Okay, Funky auf der 8, Yannick 2711 auf der 9, Black Eye auf der 10. Ey, Funky, du bist vor mir? Und ja, schon lange. Ich hab dich schon überrundet. Ja, wo bist du gerade? Direkt hinter wer ist dir. Wer ist alles eigentlich schon rausgeflogen? Antonio und Erik sind rausgegangen, oder? Black Eye jetzt auch, ne? Ja, aber der steht da. Ne, Black Eye ist auf dem Server drauf. Ach so, ja. Black Eye, du kannst jetzt zurück zur Box drücken. Wo mach ich? Du kannst das Rennen drinnen bleiben. Oder halt rausgehen, wenn du willst. Guck zu. Du
kannst ja auch hier Carlo unterstützen, wegen, wenn es irgendwelche kritischen Situationen gibt. Ja, kann ich machen. Bin ich gleich nur noch 6 da. Nein! Aber bekommt jetzt Blacker eigentlich Punkte, wenn er auch ausgeschieden ist? Eigentlich nicht, oder? Nee, 75% der Renndistanz. Wie vierte Runde? 18. Also bei... Nein. Nee, okay, dann kriegst du keine Punkte. 75% wären... Also, Yannick, Punkte! Ja, klar, immer doch. Ich hole mir jedes Mal Punkte, weil ich ja damit fahre. Ja, ihr müsst ein bisschen abschnorren, ne? Und hier gibt's auch voll geile Tricks, wie man schneller fahren kann. Also, ich nicht, aber ihr. Noch schneller fahren. Ja, also Yannick. Lambo, ja, ich geh nach der... Ja, okay. Ja, okay. Ey, Yannick, ist es gerade dein Ernst? Geh nach der Runde rein. Hey, ich sag doch, hier gibt's ein paar Punkte, wo man schneller fahren kann. Junge, hör das mal auf, das ist voll unfair. Ich muss wieder an die rankommen. Ja, ich sag auch. Außerdem dürftest du sogar überrunden. Eigentlich, oder? Du bist ja dann nochmal eine Runde zurück. Das wäre kacke, dann müssen die noch 10 Runden mehr fahren. Nö, dann diese Runde rein. Ja, siehst du? Also, Jan, du darfst dann wieder, wie letztes Mal... Hier. Wie heißt es? Tempo bestimmen, genau. Jo. Yannick, siehst du die schon? Grandebad aufpassen, jetzt. Jan bremst gleich. Ja. Oh, letzte Kurve. Wer da vorne sind, sie Funky. Ja, die hole ich nicht mehr. Hey Jan, Rennen ist wieder freigegeben. Ja. Hey Carlo. Oh nein. So geht das nicht. 1,26,3, hauptsächlich für einer Safety Car quasi meine schnellste. Bullshit ist wieder dran, 1,7 Sekunden. Hey Funky, da hat sich einer gedreht, Funky. Jawohl. X Noob Z, Z. X. Also Funky ist nur 12 Sekunden hinterm Feld. Ich jetzt nicht mehr. Hinterm Feld. Kann Bad Lenbo aufpassen? Ja. Ach nee, du bist direkt hinterm Feld, sehr gut. Oh. Ich? Ja, mittlerweile. Ja, weil sich einer gedreht hat. Scheiße. X Noob Z. Ich bin links. Jojo. Hey, wieso bist du so langsam? Ist kein Top. Ja, ich bin in den lieben Black Eye Ja, ramm mich doch. Ich hab doch nicht gerammt. Natürlich! Danke auch. Aber war noch im fairen Bereich, Lambo. Aber richtig, du, ich hol dir noch vierten Platz. Obwohl das in Macau eigentlich ein bisschen schieben. Ein bisschen schieben darf man ja. Ist ja kein Formelsport. Oh, Alter, mein Arsch fängt an weh zu tun. Lambo hat einen Pick von 69, wollte ich mal sagen. Muss die Sitzheizung anmachen. 69. Ja, was hab ich für einen, Carlo? Die ganze Zeit 91. 69, ja. Und ich? Du hast 60. 57. Oh. Wer ist in der Box? Ach, Black Eye. Und ich? Also, ich trifft um die letzte Kurve so richtig. Und ich bin jetzt auch wieder in der Box. Wieso? Nächstes Rennen fahr ich aber mit einem anderen Auto Safety, ja. Er sucht dir eins aus, Carlo. Nimm den SLS. Also ist den normalen SLS. Nimm den 1400. Alfa Romeo GTA. Na, am besten den F1 GTA. Ich such mir gleich was aus. Ich nehm Formel 1 auf. Nimm den C9, Alter. Ich würde sagen, nimm ein Auto, was jeder auch zur Verfügung hat. Am besten BMW. Also nicht den Nissan oder was? Nein, ich weiß nicht, hat jeder hier das... Ja, der Standard auf dem SLS oder der BM3 oder so. Ja, klar. Ja, irgendwas GT3 vielleicht schon. E-Race, oder wie er heißt. Ich empfehle dir einen Abarth 500. Ja, der ist auch auf jeden Fall GT3-Wagen. Ja, das soll doch kein GT3-Wagen sein. Der ist ein bisschen schneller als... nicht auf. Ja, egal. Nimm LaFerrari. Ja, dann dreht er sich ja nur noch. Da dreh ich mich direkt. Das Teil ist so heftig. So, jetzt kann ich ja hier. Bullshan ist Vierter mit 116 Punkten. Derzeit Mai, Dritter mit 120 Punkten, also Tobi überholt heute Erik. Boah, mein Hintern, Alter. Zweiter ist Lambo mit 141. Der nicht ausgesetzt, kann Unfall. Und erster GT-Racer mit 146. Also geht. Alter, jetzt mal ohne Spaß, was ist jetzt? Bin ich nicht. Und wo ist Lambo? Zweiter Platz, 141 Punkte, 5 Punkte hinterm ersten. Okay, gut. Du musst vor GT-Racer landen. Also du musst Erster werden.
so. Ja, dafür kann ich die grüne Hölle gut. Hä? Oh, da freue ich mich schon. Was? Da fährt auch Stefan Täter wieder mit. Glaube ich. Oh, Probleme. Ja, du warst in mir drin und dann bin ich einfach richtig abgeflogen. Ja, bei mir warst du einmal weg und bist dann in der Luft weggeflogen. Also ich bin ja ganz klassisch für einen Seichtiker, weil ich bin ja was ich. Nee, den Auto fährt noch. Ja, ich hab Vollschaden gekriegt. Mich wundert, dass mein Auto noch fährt. Du warst in mir drin, mein Auto ist einfach abgehoben, weggeflogen. Obwohl ich auf der Strecke 60 FPS hab, wirkt die irgendwie unflüssig. Die ist irgendwie... Darf ich in der Box fahren, Escape drücken, damit ich repariert werden kann? Ja, dann hast du aber keine Runde mehr, das Problem. Wenn du... Runde zurück. Wie, bin ich dann eine Runde zurück? Ja, ja, wenn du zurück zur Box drückst. Du kannst vorher nein, über die Box... zur Box. Ich will in die Box rein, dann in der Box anhalten. Escape ja, drücken, die Boxen zurück zur Box. Zur Box. Ja, dann ja. Bist du aber irgendwie eine Runde zurück oder wie auch immer das ist. Mega. War einfach über die Ziellinie. Könnte klappen, wenn du vorher über die war einfach über die Ziellinie, trägt dann zurück. Tobi, ja, aber ich nämlich immer. Ja, so soll es klappen eigentlich. Läuft. Ja, das habe ich manchmal auch, das ist irgendwie voll komisch. Der läuft ab jetzt normalerweise. Ah, das passiert mir ja, auch ja, öfters, dass Tobi, ich dann einfach neu da auf Mikro aktivieren drücken muss. Der Tobi, also es passiert, normal, wenn man an das Kabel dran kommt, weil das ein bisschen oder? Locker ist, ne? Hab ich auch. Wie funktioniert denn Audacity noch? Kann auch viel passieren, erstmal die Hälfte des Rennens. Ja, bei mir war es immer Gott, so. Gott, erst die Hälfte, ich geh mir mal was zu essen holen. Trotzdem ärgerlich. Oh, XMZ fährt in die Wand. Ah, das geht gar nicht mehr. Aber ich lass dich gleich vorbei, du fährst einfach nicht so langsam. Aber Bullshan 6, da hätte ich mehr erwartet. Da hätte ich auf jeden Fall. Da hätte ich auch mehr als vierte. Oh, Lambo. Scheiße. Nee. Hä? Welcher SLS ist da gerade? Ach, das bin ja, ich. Gut, wer sonst? Langsam wieder ran. Welche Runde seid ihr da vorne? Hey Yannick, was bringt es dir? Du bist sowieso noch meine Runde zu. 22. Ja gut, wir haben 22 Stunden schon gefahren. Nicht gut, Entschuldigung. Ich weiß halt, dass es schon öfters so war, dass man dann irgendwie eine Runde zurückgewertet wird oder so. Keine Ahnung. Wenn es funktioniert, dann ist ja alles okay. Also der erste, Jan, hat 4 Sekunden Vorsprung auf GT-Racer, also... Ja. Auf Lambo 11 Sekunden. Ja, ist ja nicht unten die Hotbar an. Ey, Funky, meine Technik. Nee, ich bin einfach rausgerutscht. Und außerdem, eigentlich sollte der Yannick mal 5 Strafen kriegen, weil er die ganze Zeit durch die Box hört. Das ist mit 170 Millionen. Eigentlich. Nö! Hä, oh, wo fährt Yannick denn durch die Box? Ja, er fährt die ganze Zeit über die Stadt Ziel. In Form 1 wärst du jetzt ein paar Millionen los. Ja. Entweder bist du blöd auf beiden Augen oder einfach nur blind. Hä? Wieso? Ich bin gerade einmal rausgerutscht. Ja, aber trotzdem. Achso, ja, das ist so ein Scheiß, guck ich nicht an, sorry. Was, du kennst? Naja. Ja, sonst kommt noch die GEMA. Die GEMA kommt bestimmt nicht. Die Frauentausch GmbH. Genau. Nee, ich hab so ein Video auf dem Handy, da auch, das kann man schon bei Frauen tauschen, da hat sich eine Pizza Janik, gemacht mit Schokoladentafeln oder so. Aber, ja, Führung wird ausgebaut, gleich kommt eine Überrundung. Ja, X und Z wird jetzt überrundet. Wie ging das denn? Jan. Was war das denn? Also, ich würde mal stark behaupten, XMZ hat Dings abgeschossen. Oh, Janik, GG, du. Ich hab's nicht genau gesehen. Ja, ist ja normal, ich bin gerade eben einmal raus. Also, ja, das passiert mir. Doch, komm aus Sichtweite jetzt. Ich hab's leider nur in der Sicht von Jan gesehen und der hat sich einfach direkt weggedreht. Ich hab's gesehen. Ja, alles gut, scheißegal. Passt schon. Geht weiter. Okay. Was ist denn jetzt? Bisschen mehr wie bei der Hälfte? Oh.
Oh Mann, ey. Wie geht es? 5 Stunden? Runde 24, jetzt Runde 25. Die ist behindert. Ich rutsche überall raus, ich drifte nur noch. Jetzt ist nur schwer Rechner zu überholen. Das... Ich... Ihr seid alles Arschlöcher, wisst ihr das? Ihr seid alle richtige Arschlöcher. Oh, ich, Mann. Also nach der Strecke noch 2 Rennen und dann ist die Saison vorbei. Oh, geil, da muss ich den SLS. Oh, da muss ich den SLS nicht länger ertragen. Oh, dann fahre ich nächste Saison. Es kommt zu neuen Saison, Nissan. Darf nicht gewechselt werden. Ein Königin. Das Fahrzeug. Als Fahrzeug. Ja, ich fahre dann Nissan. Ja, der mein Auto. Der ist richtig geil. Ja, wohin nee, fährt noch? Ich fahr die C6, C7. Bleib bei meinem alten Z4, der ist schön. Die C7 ist geil. Ist egal, GTE ist GT3. Ja, dann fahr ich eine Mercedes C9. Ganz klassisch. P1. Okay, der ist verloren. Aber dann kommen wir... Ja, fahr die P1. Ey, dann machen wir alle 3 Nordschleifen, das sind nur 2 oder wie viel auch immer das sind. Reiners Prinzip. Wann? Ja, aber ich dachte, es gibt schon Rennkalender. Ja, Nick. Ich hab gesagt, es gibt eine Abstimmung, schon einen Abstimmungslink. Ja, klar. Na klar. Aber sind die Strecken dann wenigstens getestet? Ja. Okay, gut. Komm immer mehr ran an. Eine Art 25 gibt es. Ja, mein Auto ist ja vorne kaputt. Durch den Unfall mit Carlo oder wer war. Ja. Band. Jetzt ja, ich bin ich mit dem Auto genau draufgefahren. Da hab ich mich auch noch verschaltet. Merk's. Bin links. Ja, wenn mein Auto nicht so kaputt wäre, wär's außer gut. Der kleine Unfall, aber das ist ja ganz mein 27.7, Alter, ich bin hier richtig stark unterwegs. Das verbringst Duell bei Adrenalin und mir. Nein! Ich hab lassen. Wenn man sagt... Fällt einer raus, so wie sie es angehört hat. Oh, Krankelbart. Hi. Servus. Na gut, ich bleib einfach bei meinem 6. Platz. Ja, kürzen. Das eh nicht mehr. Nee, aber jetzt pass mal auf, jetzt kommt gleich hier SLS Power nicht von mir hinten. Und so. Oh, da kommt einer. Achtung, Panzer von hinten. Danke. Bitte. Oh, da kommt noch einer. Danke, Yannick. Oh, da kommt noch einer. Nee, das ist... Oder was, eine Klingel? Oder irgend sowas. Telefon ich bei uns. Sagen, Klingel. Wahrscheinlich. Scheiße. Oh, shit. Apropos, ich habe vergessen, mein Telefon auszumachen. Ich hoffe, es ruft keiner an. Oh mein Gott, beste Drift, ey. Ich glaube, ich war dieses Rennen da mehr quer wie Lando. Ja. In der letzten Kurve kann man schön driften. Ja, aber richtig. Hätte ich da jetzt irgendwie so ein... Es ist gleich fertig. 3 oder so? Pizza. Also gesunde Ernährung gepflegt. Selbst gemacht, ich habe den Teig heute Mittag gemacht, noch schnell belegt. Und jetzt ist im Ofen. 5 Minuten ist er fertig. Das ist nice. Ja, ja, schmeckt ist doch ja besser. Nicht ich hab so einen Pizzastein und schmeckt schon gut. Ja. Okay, 6 Minuten. Jetzt muss er rechts oben einblenden, Produktplatzierung oder unterstützt doch Produktplatzierung. Ja, Tobi, der weiß halt, wie er sein Money macht.
Tobi macht jetzt bald auch Werbung wie Inscope und so. Echt? Wusste ich gar nicht. So Fitnesspakete. Aber du hast Insider-Informationen, wa? Mit seinem 70er Bizeps. Er macht die Fitnesspakete. Nein, 360 Grad Racing. Tobi mit seinem 11er Bizeps. 11er Bizeps ist sehr stark. Jo, 15! Dein Bizeps brennt. Oh fuck. Ja, Auto ist kaputt. Permanent. Aber nur vom Lenkrad. Ne? Weil der war nur der rechte Bizeps. Ey, das Lied ist so geil. Carlo, ich stehe auf der Straße und mein klar, Auto ist kaputt. Klar, du hast auf 100%, oder? Carlo. Dein Auto ist, ja, okay. Gehst du mitten auf der Straße? Ja, relativ. Jetzt mal ohne Spaß, ich glaube, wenn man noch 100% einstellt, dann finden die auch mal Safety Car. Safety Car, Lembo. Okay. Safety Car auf der Strecke. Ja, weil Yannick mitten in dieser engen Linkskurve steht. Aber gib mal Gasadrenalin, wir müssen ja noch aufholen. Ja, mach ich. Ja, ich bin nicht ganz dumm. Ja, aber ich bin so ziemlich der Einzige, der das Reglement ein bisschen kennt. Sollen wir vorne ruhiger machen? Oder aus Technik aufschließen? Warte erstmal, bis du den ersten hast, dann kannst du normal fahren. Ich bin jetzt in der auf der langen Geraden, ja. Und wo ist denn der erste? Wir sind gerade von der langen Geraden runter. Okay, ich fahr ganz langsam. Achtung, Yannick steht ist ja fast in die Runde. Ja. Lol. Kann ich den ja gleich überholen oder nicht? Ja, dann können wir den. Ja, sicher. Holen. Ich hätte auch später rausfahren können, aber. Ja, dann ist hier wieder unsere Battle-Gruppe. Adrenalin, Lembo und Mulchan. Mulchan! Ja, ich weiß. Ich habe einfach zu viel Gas gegeben, bin über den Korb geflogen und rechts gegen die Wand. Über den Korb! Über den Korb. Nein. Ist so groß, wolltest du danken und dann bist du einfach drüber geflogen. Motor ist kaputt. Ja, neuerdings so. Leider. Ich geh raus, ne? Jo. Wurde es doch zu langsam. Oh, ah, hey, Carlo. Racer. Ciao. Tschüss. Oh, hey, ich muss mir erstmal den Unfallwagen hier angucken. Schilder ist so ADAC, oder? Ganz schön kaputt. Ich empfehle dir die Werkstatt. Nee, darf ich ja hier nicht sagen. Ja, eigentlich kannst du ja so gut nicht stehen bleiben. Die mit dem roten Logo. Warte mal, kommt einer? Expo? Okay. Ich fahre 60 km/h. Ich schwöre, mein Auto ist unlenkbar. Ja, der ist gut zu fahren. Und ist auffällig. Also, er unterscheidet sich zwischen den GT3 und Kurz. Aber lässt sich einfach wegschubsen. Ja, nein, am besten wäre ist das die Führungsgruppe? Ja, richtig. Nein, am besten wäre SLS. Nein, der BMW M3 wäre am besten. Jo. Nee. Doch, der SLS fährt, Alter. Der SLS fährt einfach mit in der Liga. Ja, und? Und nächste Saison ist es ja der SLS aus dem Beamback. So, die Führung wird dann jetzt aufgeschlossen auf Safety Car. Der BMW aus dem Beamback. Oh. Wo warst du? Was machst du? Das ist der Safety Car nächste Saison. Achso, ja, das ist mir scheißegal. Achso! Gefälscht der Erik, so. Ach, okay. Ja, der Router ist kaputt aus. Adrenalin und Lempo haben auch auf Anke, kommst du wieder rein? Ran. Wie rein? Hä? Kommst du wieder ran? Ja. Ich würde ganz gerne mein Deswegen Auto reparieren. Ziemlich geil. Bin dein Fanclub. Ja, du musst aber glaube ich so gut wie über Dingens fahren, oder? Wo bist du, Funky? Bitte? Ich bin jetzt Sektor 3. Und wo ist die Gruppe? Wann kann ich zurück zur Box drücken? Startziel, erste Kurve. Jo. Dann gehe ich diese Runde wieder rein. Unlenkbar. Kann ich jetzt zurück zur Box drücken? Ja, geh ich mal eine Strecke runter. Ja, kannst du. Nein. Yannick sah doch bestimmt voll episch aus, oder? Wo die da alle dann so rumgefahren sind. Ja, besonders, dass Carlo nochmal schön nah rankam. Oh, kuscheln. Welche Runde seid ihr eigentlich gerade? 31. 31. Ich bin 29. Körperkontakt mit dem SLS ist schon was Tolles.
Ja, Abstand. Jo. Einfach links gegen die Mauer. Komm, nächste Safety. Noch eine Runde? Wo seid ihr? Nee, ich fahr die Runde rein. Was? Nur eine Runde, willst du mich verarschen? Ja. Danke, gib Gas. Ich bin ein Safety Car. Ja, das schaffe ich niemals. Ich bin jetzt auch nach einem langen Jahr. Was? Doch, eigentlich schon. Moment, guck dir das wieder an, ey. Ich fahr grad richtig gut. Die T-Racer, du gibst das Tempo. Ich war konstant Tempo meine 1,26, ja. 27. Fahr jetzt in die Box rein. Boxen verkacke ich mittlerweile. Ah, scheiße. Voll verkackt. Ach scheiße, jetzt hab ich's irgendwie geschafft. Ich bin rechts neben dir getippt. Mein Essen! Ja, bleib. Auf Adrenalin gucken, dann werde ich die vorne sehen. Ach, deswegen so. Hat der Safety Car Phase jetzt beendet. So ist ja. Das ist ein kleiner... Piep! Bis gleich. Ach komm, ey. Hier, Erik. Jo. Soll ich dich überrunden, oder? Jo. Warte. Jetzt kommt gleich eine Hammerzeit. Ich mach da gleich auf der Geraden. 1,26,3. Yes! Alter, scheiße. Oh, also ich war hier rechts. Fahr vorbei, ja. Was passiert denn hier jetzt? Ja, ich guck. Also ich bin jetzt gerade auf Adrenalin und jetzt auf Lambo, dann sehe ich alles vorne. Oha. Oha, Alter. Alter. Ich nenne das Rennen irgendwie GTL-Rennen, keine Ahnung, 50.000 und dann Drift Challenge. Kontakt. Oh. Was passiert? Also schnell auf Kuscheln, bist du nicht schnell auf Tobi. Danke, aber du hättest mich nicht vorbeilassen müssen. Ach, Reifen weggedreht. So langsam finde ich Spaß. Bin aber auch langsam nur so langsam. Ich muss mich eh gleich wieder überholen wahrscheinlich. Dann lass mich vorbei. Ja, so langsam, ich dreh mich halt nicht mehr. Sorry. So muss es bleiben, dann verliere ich nicht so viele Punkte auf GT. Aber ich lasse dich wieder durch. So muss es bleiben. Muss ich schon entscheiden. Wir hätten ja 1000 Kampf da hinten. Durchlassen. Vorbeifahren, durchlassen, vorbeifahren. Immerhin siebter, gibt wieder ein paar Pünktchen, perfekt. 1,25,9, oh mein Gott. Ich werde immer besser. Ich werde immer besser. Jetzt pass auf, jetzt kommt gleich eine 1,20. Ja, ich habe 30 dabei. Ich fahre mit 10. Ich habe 30. Deswegen bin ich so langsam. Also, mir werden 5 Runden gut geschrieben. Vielen Dank. Erster Rennsieg. Wir machen so das wie in dann Macau, jetzt mit Strafgewichten. Was für Gewichten? Mit Strafgewicht über Benzininhalt. Aber können wir gern machen. Also, ich bekomme dann bis... Nein, da gibt's immer Strafgewichte für Gewinner und so weiter und so fort. Hä? Ich weiß es. Wir gehen von 0 Liter aus. Ey, ich weiß, wie wir das machen. Von 0 Runden gehen wir aus, das heißt, der, der eine Runde hat, kriegt, also 1 Liter, der kriegt plus eine Runde, der, der plus 30 hat, so wie ich, der kriegt dann plus 30 Runden. Okay, gut. Dann habe ich mein Rennen jetzt somit beendet. Kannst du mal, wie viele Punkte bekommen wir? Ja, ich bin einmal quer gegangen und dann... Ah, gut, vielen Dank, 25 Punkte, bin erster Fahrerwertung. Ja, gut. GT Racer, wie viele Liter hast du drinne? Ich habe 3 Liter. Also guck, bis 3 Runden. So. Oh, Lambo ist im Gras. Im Gras? Kommt das mit dem Mund voll mit Pizza? Mit dem Mulchang voll. Ja, das war auch, weil ich ein bisschen Schwung geholt habe. Abflug, scheiße. Nein. Aber Mulchang ist dran. Das ist böse. Und mein Auto lebt noch. Halbwegs. So. Naja. Man muss sagen, Mulchan ist dran. Wenn nicht sogar, Mulchan ist dran. Und Adrenalin ist nicht dran. Ja, das ist Svenne. Und GT-Racer ist auch. Ja! Da habe ich die Kurve gedriftet. Hört, das tut ja auch. Oh, Mulchan im Kies. Oh geil, wo? Damit ist der vierte Platz. Geschichte. Geschichte. Hä? Hey. Also. Hä? Hey, wollten eigentlich nicht der erste, zweite und dritte da irgendwie mal irgendwo hingehen? Ich will wieder ein paar Punkte schnorren.
Gibt's nicht einen Raum für einen Rennkommissar? Ja, ich brauch das Passwort. Das weiß wahrscheinlich keiner. Doch, Philipp. Nee, ich glaube, das mit Admin-Rechten kannst du ja so das auch. Oh, wollt mir das denn? Mutschamp, das ist eine Strafe. Das dritte Mal, dass abgeschossen wird. Das war wirklich, also... Das ist eine Deutschlandstrafe. Ich hab mir so viel Platz gelassen. Fährt ihr ja einfach um. Also, Durchfahrtsstrafe. 21:0. Kollision verschuldet. 80. 100. 100? Oh, oh, oh. Kommt sie an, Auto. Aber gut, er hat nicht viel verloren. Das ja, da bist du jetzt aber selber schuld dran. Also tu, ich hätte... Wer hat sich denn da ich hätte dich aus dem Rennen qualifiziert. Oh komm, jetzt hab ich mich schon gefreut, jetzt hab ich einen Anschluss. Wieder hinter mir. Hey Lembo, guck mal, Gigi. Mulchan, da hab ich den Fehler wohl, glaube ich, eine Runde zu früh gemacht, zu spät gemacht, ne? Darf ich euch was sagen? Ich hab grad einen Fehler gemacht, jetzt ist Adrenalin dran. Ich habe aber jetzt 200 Wochen Ferien. Halt die Schnauze. 200 Wochen? Ich habe ab nächste Woche eigentlich zwei, dafür muss ich eine Woche in die Schule wegen Prüfung und so. Hm. Aber ich sollte mal anfangen mit Lernen. Nee, Zocken ist wichtiger. Nee. Ja, ich seh's. Aber Tobi, du kannst ruhig 100 fahren. 99 ist zu langsam. Noch eine Strafe, weil er nicht 100 gefahren ist. Ja. Gut, dann bin ich in Tobi gesprengt. Was denn? So, Mulchan nur noch auf der 6. Schamfaki ist noch 31 Sekunden zurück. Anstatt den dritten 21, bei mir zumindest. 21 Sekunden zurück. Ja. Mathe-Leistungskurs. Aber richtig. Kann wohl sein, dass ich mich gerade verbremst habe. Ja, habe ich dich hingedreht, oder? Ja. Ich habe einfach nur die ganze Zeit unten auf die Punkte, beziehungsweise auf die Abstände geguckt und dann... Ach so. Aber ich will mal in Schweden oder wo das ist, da gibt es ja ein Schulfach, das heißt Minecraft. Cool. Das ist eigentlich auch voll geil. Aha. Das ist ja irgendwie so Schulfach GTL. Da hat Gecko aber nur eins. Da nehme ich NBA 2K. Ich will... Ja, das ist ja Hacker. Und dann kriegst du 10 Punkte nur. Ja, ich weiß nicht, wie viele Punkte, aber wie viele Punkte bekommt man mit Zipter? Was? Ist das für ein Rasen, ey? Das ist genau die Formel 1, oder was meinst du? Die Punktverteilung. Erster 25, zweiter 18, dritter 15, vierter 12, fünfter 10, sechster 8 Punkte, siebter 6 Punkte, achter 4 Punkte, neunter 2 und zehnter 1. Was? Achtung, Achtung, X und Z, Achtung, Achtung, Achtung. Oh. Ja. Und, ja. Ich wollte nur sagen, ich habe 2 Podiumsplatzierungen. Wow. Ja. Vor dem bin ich vor Kano in der WM, das freut mich. Ja, das will doch Stefan Skater. Das ist jetzt... muss ich mich heute entscheiden. Ja, wenn Stefan... Oh, jetzt ging es irgendwie schnell. Wenn Stefan Skater das macht, ist auch okay. Ja, das stimmt. Ja, schon. Ja, wenn ich Runde 38 gewinne, dann bin ich vor GT Racer. Ja, das stimmt. Schon ausrechnet im Kopf. Habe ich mir schon mal ein Ziel gesetzt. Ja, GT Racer holt heute 18 und du 12, das heißt 6 Punkte mehr, dann bist du... Oh, Stand. Tobi, wann ist bei dir das Video oben?
Sonntag. Morgen. Und da bringst du es auch? Okay. Ja, du bist jetzt fast so schnell wie ich Philipp früher. Was? 3 Uhr? Wow. Oh, ich hab, ja, keinen Bock, bis jetzt nachher zu rendern. Ich hab's gesehen morgens. Na, ja, ich stehe morgens um 11 auf. Wollte ich schon sagen. Oh, ich bin heute um 5.30 Uhr aufgestanden und bin um 18.30 Uhr heimgekommen. Wow. Da wollte ich nicht mehr hingehen. Aber das wird mich ankotzen. Ja, Bio. Bio am Nachmittag ist da einfach toll. Was willst du? So. Samstag? Opfer. Also, bei mir ist Samstags immer komplett zu. Ja, Spaß. Puh, wir kommen die nächste FIFA-Liga. Das gleiche dann am Sonntag auch, weil da Formel 1 drin ist. Okay, hä, echt? Seit wann? Ach so. Ja, das hat man gesehen. Kam sehr regelmäßig. Ja, von wem? Danke, X-Lu. Pending. Ja, nicht nur das, einfach das jeder aufnehmen und rendern, so das kotzt halt an so ein bisschen. Ja, richtig. Ja. Was? Ich bin 39. Noch. Nur zum Ende. Ah, die Schlusspause war gut, fand ich. Das klingt ein bisschen aus, das Rennen. Hm. So. Ja, fertig. Aber ich komme jetzt zum Schluss besser klar. Am Anfang habe ich mich nur gedreht. Lecker. Wie war die? Maten. Soße. Mozzarella. Frische Tomaten und ein paar Pizzakräuter oben drüber. Das war's. Ja, bei uns auch. Ja, du bist also ja nicht alleine. Gibt's ja eine Chicken Wings Pizza. Ich weiß nur, in Italien gibt's Pommes Pizza, da gibt's so Wurstpizza irgendwie, wo so komische Wurst drauf ist. So wo gibt's das? In Italien, so Pommes Pizza. Ja, aber nur für die Touris. Schmeckt richtig scheiße. Pommes Pizza Wurstel heißt die. Ja, genau, Pizza Wurstel. Ekelhaft, ey. Aber das machen die auch nur für die Touris. Ja, ja und Pizza Pommes ist genau. Ja, möglich. Wenn du weiter im Süden bist, gibt's das nicht mehr. White Flag, White Flag. Oh, oh Mann. Muss mich natürlich. Ich hatte eben ein Standbild, ein riesen Standbild. Ja, das hab ich auch ab und zu. Das kenne ich. Okay, mach Standbild mal Platz jetzt. Richtig schön, vor allen Dingen, wenn du die genau in der Kurve bekommst. Dankeschön. Ich hab's auf das Ziel gewandt. Ja, sorry, hab's so ein bisschen verpennt, ne? Ja, das ist scheiße, willst du mich vorbeilassen? Dann kann ich noch mal eine Runde fahren. Nein. Ach komm, bitte. Ja. Du gewinnst nee. Auch trotzdem. Nee, jetzt. Komm, GT Race ist noch 10 Stunden entfernt. Ich will noch eine Runde fahren. Nee, mach das nicht. Nein, okay, jetzt kannst du es. Ja, weil ich zweimal deswegen mit dem Safety Car rausgekommen bin. Alles eingeplant, alles geplant gewesen. Ja, ich komm vor GT Race auf der 2 ins Ziel. Yes. Ja, ich kann noch weiter. GT Race. Ach, ich kann so oder so weiterfahren. Wie bitte? Starkes Rennen. Ja, du auch. Ja. Ja. 3,3 Stunden vor GT Racer. Debüt in GTL und dann direkt zum Rennsieg.
Adrenalin kommt jetzt auf die Stadtziel. Wer jetzt nichts mehr schief läuft, ist der Dritter. Ja. Dritter Platz. Ja. 26,8 Sekunden zurück war Adrenalin, Lemo 27,2. Aber schöner Haltewesen, ja, Lemo? Mhm. Na gut. Grantelbart, 38 Sekunden zurück und jetzt Molchan. Ich ja, Grantelbart zu Anfang, tut mir leid, ne? Aber wie gesagt, ja. Das ist so viel gebremst. Ich hab auch eine Bremse, aber ich bin dir dann einfach hinten drauf gefahren. Das... Ja, kein Problem. Sorry nochmal. Das ist halt einfach die Stärke. Die Autos haben unterschiedliche Stärken. Ja, das ist... Die fahren ja auch alle unterschiedlich, ne? Du hast in dieser, in diesem in dieser Schikane. Hallo. Hast du früher, ich hab's ja noch gesehen, aber einfach, ich hab's einfach nicht mehr geschafft, das ist, tut mir leid. Moment, eine Frage, wie kommt Yannick überhaupt? Okay. Jawohl. Traurig. Noob, noob. Nee, ich fahr noch, ich fahr noch. Jo, aber ich bin Yannick doch nicht durch. Noob, Alter, das ist... Ich bin von Autum. Von Autumring. Oh nee, als ob jetzt. Der ist richtig scheiße. Ich hasse den schon in Gran Turismo 6, ey. Der ist richtig behindert. Die ist richtig behindert. Also dann ist wieder geil. Ja. Tschüss. Tschüss.